Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich habe vor einiger Zeit ja mal Influencer-Produkte getestet. Das ist jetzt schon circa so ein Jahr her. Ich glaube, da habe ich sogar zwei Teile von gemacht. Und ich dachte mir, damit kann man auf jeden Fall mal weitermachen. Allerdings mit einer etwas anderen Variante. Und zwar ist es ja nach wie vor so, dass Instagram, TikTok, YouTube, alles ist voll mit irgendwelchen Produkten, die neu rauskommen und dann extrem von Influencern beworben werden. Ich hatte jetzt wirklich so in letzter Zeit wieder einige Beispiele, wo ich mir dachte, okay, das wirkt so auf den ersten Blick zwar ganz cool, aber es ist halt auch irgendwie sehr teuer. Und ich dachte mir, wir testen mal ein paar weitere Influencer-Produkte und vergleichen die dann mit günstigeren Alternativen. Also zu den meisten Produkten gibt es ja dann irgendwie schon ein anderes Produkt, was es halt ganz normal zu kaufen gibt und was weniger als die Hälfte kostet. Deswegen würde ich sagen, labern wir gar nicht lange. Vier Sachen sind dabei und wir starten mit dem ersten Produkt. Und das ist Waterdrop. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und abonniert sehr, sehr gerne meinen YouTube-Kanal. Let's go! So Leute, wir starten mit dem ersten Influencer-Produkt und zwar ist das Waterdrop. Das Ganze war sogar ein Höhle der Löwen-Produkt und wird intensiv von verschiedensten Influencern beworben. An sich sind das einfach Tabletten, die kann man ins Wasser tun, dann schmeckt das Wasser nach irgendwas und die werben auf jeden Fall damit, dass es ein zuckerfreier Mikrodrink ist. So sieht auf jeden Fall deren Website aus und ich habe hier einfach mal so ein Starter-Set bestellt. Wobei, als ich bestellt habe, gab es andere Starter-Sets, da waren diese Flaschen noch nicht bei. Du hast halt nur hier diese Tabletten oder Mikrodrinks, wie die das nennen, bekommen. Das ist auch jetzt schon ein Weilchen her, die Lieferzeit war auf jeden Fall länger, als die versprochen haben. Also ich habe ein bisschen drauf gewartet. Aber wir schauen uns das jetzt mal an und schauen dann, ob das knallt oder so. Nur was ich mir wirklich als erstes so gedacht habe, wir haben hier irgendwelche Geschmackstabletten für Wasser. Dann schmeckt dein Wasser nach irgendwas. Und die kosten halt bei Rossmann zum Beispiel so eine Packung 6,99 Euro. Finde ich schon echt teuer. Ich habe jetzt hier Folgendes bestellt. Einmal das Mikrodrink-Probierpaket für 14,90 Euro. Wo, glaube ich, alle Sachen einmal drin sind. Ne? Also alle verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und ja, das hier ist angekommen. Machen wir mal auf. Zack. Relax, Zen, Love, Boost, Youth und Focus. Wie viele sind jetzt in einer drin? 3 Kapseln. Oh. Ja, guck mal, sieht aus wie so, ja, so Brause halt, ne? Dann möchte ich gerne noch Relax probieren. Boost, Boost, Boost. Also das ist das erste Produkt. Wir testen das jetzt mal und danach testen wir dann die günstigen Alternativen. Mhm. Stellen wir mal hier hin. Ich fange einfach mal mit Relax an. Waterdrop ist das zuckerfreie Würfelchen, das dein Wasser mit ausgesuchten Frucht- und Pflanzenextrakten sowie wertvollen Vitaminen anreichert. Damit ist es noch leichter, täglich genug Wasser zu trinken. Kostet zwar auch nur 6 Euro. Ich bin jetzt mal gespannt. Vielleicht ist das ja jetzt auch das Leckerste, was ich je getrunken habe. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, werde ich direkt mal weiter anrichten. Und zwar habe ich mir noch Folgendes überlegt. Wir haben als Alternative, ich muss sagen, also ich würde mir das jetzt auch nicht zwingend kaufen. Das ist auch teuer, 4,50 Euro. Also das ist aber sowas Ähnliches. Das ist auch so ein Geschmackspulver, was man ja hier jetzt reinkippt. Ola L'Aqua. Ey, ich habe keine Ahnung, wieso sowas 4,50 Euro kostet, ne? Oder wir machen es einfach ganz günstig für 30 Cent, was ich früher auch wirklich hin und wieder mal genommen habe. Einfach hier so Vitamin C, genauso wie das andere Zeugs da mit ein bisschen Geschmack. Es ist, glaube ich, fertig. Wir relaxen jetzt mal ein bisschen. Muss ich sagen, schmeckt mir gut. Willst du mal probieren? Ja, ist echt lecker. Kostet halt auch 6,90 Euro. Das hat wirklich, ich glaube, das Ding, diese Ampulle kostet 49 Cent oder so. Ballern wir auch mal rein. Jetzt haben wir hier die auch schon sehr teure Alternative, finde ich. Das ist jetzt hier Pfirsichgeschmack. Doch Pfirsich-Orangenblüte. Boah, ne, schmeckt mir nicht gut. Ich muss auch sagen, ich check nicht, wer kauft denn das? Also ich würde ja verstehen, ich habe mir zum Beispiel sehr lange Wasser gemacht und habe dann einfach so ein bisschen Sirup unten reingemacht und dann Wasser aufgefüllt. Super lecker. Da kannst du ein Jahr mit auskommen mit einer so einer Sirupflasche. Und die kostet... Ja, aber da ist ja Zucker drin, wahrscheinlich. Das sind ja alles hier zuckerfreie Alternativen. Wobei, vielleicht ist hier Zucker drin. Das ist mir auch egal, ich spare ja 6 Euro. Da trinke ich ein bisschen Zucker für. Das schmeckt schon sehr intensiv, ne? Dann nach... Süß und allem. Ich muss sagen, Fazit, ich fand auf jeden Fall den Waterdrop-Drink am leckersten von allen. Aber ich finde es halt einfach zu teuer, leider. Und deswegen wäre das jetzt kein Produkt, was ich supporten würde. Möchtest du noch hier was anderes probieren? Gleich. Falls dieser Geschmack uns umhaut, dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Produkt und das ist Gymtastic. Und das Lustige ist, die kosten 150 Euro, aber mit den verschiedenen Influencer-Codes gibt es bis zu 60% Rabatt. Und die hatten sogar dauerhaften Code auf der Website, mit dem es auch zu der Zeit, als ich gekauft habe, 50% Rabatt gab. Für mich klingt das dann immer nach ein bisschen zu viel Rabatt, aber so eine Gymgun hier für 150 Euro ist auch schon eine Ansage. Ich muss dazu noch ganz kurz was erzählen und zwar habe ich vor 2 Wochen bestellt ungefähr. Das Dingen ist leider immer noch nicht da. Es kommt aber morgen an. Ich habe nämlich noch die Gymgun 1 bestellt und dann bekam ich irgendwann eine Nachricht, ja, dass jetzt die zweite rauskommt und die mir direkt die zweite schicken, ich noch ein bisschen warten muss und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und dann habe ich irgendwann mal bei Instagram gefragt, ja, was ist denn jetzt mit meiner Gun? Dann meinten sie, oh,
die ist jetzt heute dann auch unterwegs. Versprochen. Das war ein bisschen schade. Das Ding kommt auf jeden Fall mit verschiedenen Massageaufsätzen und auch ganz vielen verschiedenen Gängen, also so, ja, halt Massagegängen, bis zu 40% tiefer als andere Geräte. Mm. Also man muss sagen, aktuell kommt man um Gymtastic nicht rum. Die Gymtastic Massage Gun. Ich kann nicht anders, als ständig von diesem Produkt zu schwärmen. So Johanna, weißt du was? Du darfst jetzt mal hier die Gymtastic Gym Gun auspacken und mir dann mal verraten, was so dein erster Eindruck dazu ist. Für die Gymtastic Massage Gun habe ich jetzt 76,80 Euro bezahlt mit einem wundervollen Gutscheincode von diesem jungen Herrn hier. Jetzt haben sich über meinen Link bislang über 600 Leute die Massage Gun bestellt und ja, es freut mich auch jedes Mal, wenn ihr mir Feedback gebt. Einfach phänomenale Werbung, würde ich sagen. Und ich habe noch eine andere Massage Gun bestellt, die kostet im Internet nicht mal 30 Euro, die schauen wir uns gleich auch noch an, aber mach jetzt erstmal auf, ich bin gespannt. Wow! Oh. Und was sagst du? Meinst du, damit kannst du dich ordentlich wegmassieren? Leute, ich habe ja schon gesagt, ursprünglich habe ich die Gymtastic 1 bestellt und das ist jetzt die Gymtastic 2. Also, die hat noch mehr Gänge und er kommt hier in einer guten Verpackung. Ich muss sagen, erster Eindruck ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich bin mal gespannt, ob dieses Ding wirklich jetzt 76 Euro wert ist. Ich muss sagen, das wirkt auf jeden Fall eigentlich ganz gut. Ziemlich schwer. Mache ich mal einen wilden Aufsatz drauf. Welchen nehmen wir? Ach so, hier ist das Ladegerät dabei. Was haben wir hier noch? Beschreibung. Es riecht auf jeden Fall sehr nach Plastik. Connect with us und ja, die ganzen Aufsätze. Ich glaube, das ist so der Standardaufsatz. Ich war zum Beispiel in der Schule auch richtig gut in Aufsätzen. Guck mal, aufgeladen ist es schon. Und jetzt, hast du sowas schon mal probiert? Nee? Und ich mache jetzt einfach mal an. Wow, ui. Man kann das jetzt auch hier schneller machen. Wow. Boah. Also an sich geht es ja bei den Massageguns darum, so ein bisschen die Muskeln zu entspannen nach einem anstrengenden Workout oder einfach nur, um sich ein bisschen zu relaxen. Und ich muss sagen, das gefällt mir gerade eigentlich soweit echt gut. Mach mal noch mehr. Boah, 30 Gänge haben wir hier. Oh, ja, das fühlt sich schon echt gut an. Machen wir mal hier noch bei der Wade ein bisschen. Ich würde noch eben mal einen anderen Aufsatz verwenden. Hallo, stopp. Ja, okay, den anderen fand ich jetzt deutlich besser. Ich muss sagen, mir gefällt hier an dieser Massagegun, dass das Ding 30 Stufen hat. Es macht wirklich, ich hätte es nicht gedacht, weil ich habe das Ding so ähnlich auch auf AliExpress gesehen für 13 Euro. Deswegen dachte ich, okay, schwierig. Aber man muss sagen, es ist wirklich viel, viel hochwertiger, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber ich habe ja noch eine Alternative bestellt und die schauen wir uns jetzt auch mal an. Auf jeden Fall haben wir hier von der Marke Navital die Massagepistole, ebenfalls mit 4 Aufsätzen. Ja, 6 Geschwindigkeitsstufen, leichtes Gewicht, Akkubetrieb. Also eigentlich das gleiche in grün, nur mit weniger Gängen und deutlich günstiger. Also die Navital Massagegun liegt im Internet circa bei 22 bis 26 Euro. UVP eigentlich 39, runtergesetzt. Ja, sagen wir einfach mal, das Ding kostet 25 Euro. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Pass mal auf hier. Zack, man muss sagen, was einem direkt auffällt, es ist deutlich kleiner, ne? Das ist der Fall und ich denke, da fehlt auch dann wahrscheinlich ein bisschen die Power, aber wir werden sehen. Bei der Gymtastic Gun haben wir 2 weitere Aufsätze, die es hier nicht gibt. Wahrscheinlich ist sie leer. Müssen wir erst kurz aufladen. Bis gleich. Also man muss ganz ehrlich sagen, hier liegen qualitativ schon deutliche Unterschiede vor. Gerade wenn man sich die verschiedenen Aufsätze anschaut. Hier der schwarze von der Gymtastic Gun ist auf jeden Fall deutlich hochwertiger produziert. Das ist hier so ein bisschen hohl, das Ganze. Ja, ich weiß auch nicht. Also man merkt einen Unterschied. Aber jetzt checken wir mal aus, wenn wir hier beide gleichzeitig zum Laufen bringen, welche sich dann besser anfühlt. Ich probiere es einfach mal. Ich mache hier jetzt mal Gang 20 und hier Gang 6. Ja, wobei, guck mal, im Endeffekt erfüllen jetzt gerade, das ist jetzt hier der höchste Gang. Und jetzt mache ich mal hier den höchsten Gang. Ja, weiß auch nicht. Also im Endeffekt tut's die hier auch rechts. Oh. Also um es kurz zu halten, die macht auf jeden Fall einen deutlich hochwertigeren Eindruck. Du hast hier mehr Aufsätze. Du hast sicherlich auch eine längere Akkulaufzeit, wenn man es auflädt. Bis zu 30 Gänge. Hier sind es halt nur 6. Aber wenn man jetzt einfach nur entspannt abends mal so ein bisschen sich so massieren lassen möchte von dem Gerät, tut es halt safe auch das für 25 Euro. Ansonsten finde ich die hier für 75 Euro akzeptabel. Also 150 Euro, so wie die eigentlich kostet, ohne Influencer-Gutscheincode, würde ich dafür nicht bezahlen. 75 finde ich in Ordnung. Deswegen hier einen Daumen nach oben von mir für das Influencer-Produkt. Okay, weiter geht's. Jetzt wird's vielleicht ein bisschen lächerlich, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und zwar machen wir jetzt weiter mit AirUp. Leute, der eine oder andere wird sich jetzt sicherlich fragen, AirUp, das gibt's doch schon so lange und das habe ich auch schon mal getestet. Mein Fazit damals war ja nicht so krass positiv. Also ich dachte, ich habe mir halt diesen Geruch viel intensiver vorgestellt. Ich muss sagen, dass ich trotzdem AirUp danach eine lange Zeit benutzt habe. Jetzt irgendwie nicht mehr, aber ich habe es benutzt und ich fand es am Ende auch eigentlich ganz cool. Ich habe mir jetzt mal ein paar neue Pots besorgt. Das sind insgesamt 3 Stück. Die kosten im Rossmann 5,99 Euro, meine ich, ne? Ja, der riecht schon sehr
sehr lecker, ne? Ein Pot hält ja für circa 5 Liter, steht so drauf. Würde ich auch sagen, dass es ungefähr hinkommt. Manchmal vielleicht nicht ganz, dann lässt der Geschmack so irgendwann halt nach und man wechselt den Pot vor den 5 Litern. Aber wir legen den jetzt mal hier drauf. Dann ziehen wir den hoch. Hä? Gerade finde ich das wieder nicht so gut. Mache ich hier irgendwas falsch? Mhm. Jetzt funktioniert. Also wenn man das kontinuierlich macht, dann ist es irgendwann cool. Aber jetzt gerade fehlt wieder so ein bisschen dieser Wow-Effekt. So wie als ich es beim ersten Mal probiert habe. So hochziehen. Ich weiß auch nicht so ganz. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, benutzt ihr das noch? Weil ich weiß, unter meinem Video von damals haben viele geschrieben, dass sie begeisterte Erbkunden sind. Deswegen möchte ich jetzt hier auch wieder nichts vermiesen. Aber ich dachte mir, wir testen jetzt mal was. Und zwar habe ich mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Und wichtig, Leute, nehmt es mit Humor. Man muss ja sagen, zu AirUp gibt es keine günstige Alternative, weil AirUp hat ein Patent angemeldet. Finde ich auch schlau. Hätte ich auch gemacht, wenn ich AirUp wäre. Aber ich bin halt Alex. Ich habe mir hier jetzt mal Pfirsiche gekauft, die auch schon nach Pfirsich riechen. Auch sehr intensiv. So, warte mal. Und ich werde jetzt diesen Pfirsich hier mal kurz einmal durchschneiden. Ich habe noch nie einen Pfirsich vorher in meinem Leben geschnitten. So. Riecht halt auch super intensiv nach Pfirsich. Die ganze Pfirsichpackung hier hat jetzt 2,20 € gekostet bei Kaufland. Da kann ich einige AirUps mittrinken. Ihr denkt euch wahrscheinlich gerade, was ist los mit dem, oder? Und jetzt wickeln wir das hier schön ein, vorsichtig. Also Leute, günstige Alternative. Es riecht, boah, es riecht schon sehr nach Pfirsich. Guck mal, riech mal einmal. Schon, hätte ich, also hättest du das gedacht? Ja. Das war auch mein Gedanke, das kann doch nicht so schwierig sein. Ich meine, wenn du jetzt nicht jede Woche 6 € ausgeben kannst für so ein bisschen Pfirsich-Tabs, ist das doch hier vielleicht die Alex-V-Variante gar nicht so schlecht. Kann auch gerne noch mal ein paar Löcher reinmachen. Bei den Pots ist es ja so, dass das dann auch so ein bisschen sprudelt und dann sich der Geschmack da irgendwie so ein bisschen reinschleichen soll. Das ist hier jetzt halt nicht möglich, glaube ich. Aber an sich riechst du das ja, dass es Pfirsich ist. Würde ich jetzt natürlich privat so nicht anwenden, aber es ist möglich und ist halt günstig. Dafür bitte mal einen Daumen nach oben jetzt alle hier. Das wollte ich so jetzt einfach mal testen und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Produkt. Jetzt geht's mal um die Beauty-Damen. Wir machen jetzt was für die Mädels. Und zwar haben wir hier die Marke Typology. So, Webseiten sind auch alle so, die sind so bam, ne? Alles so groß. Die machen in erster Linie hier so Serum. Genau, das hier habe ich bestellt. Serum gezielt gegen punktuelle Unreinheiten. Genau, und das kostet dann hier 24 € oder 10,50 €. Ich würde sagen, das testen wir jetzt auch mal und schauen, ob Typology toll ist. Typology kommt auf jeden Fall aus Frankreich und sorgt da gerade so ziemlich für Hype. Die machen vegane und tierversuchsfreie Produkte. Das ist zumindest immer deren Marketingkonzept und der Aufhänger von den ganzen Influencern. Alles recycelbar und so weiter und so fort. Achso, und wundert euch nicht über diese komischen Aufnahmen gerade. Ich hatte keine besseren und ich schneide das Video gerade aus Griechenland. Ich muss sagen, in diesem Thema kenne ich mich überhaupt nicht aus. So, ich benutze solche Produkte einfach nicht. Deswegen bin ich froh, dass Johanna heute unser Testkaninchen ist und wir haben hier halt einige Sachen bestellt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich dachte mir, nehmt es halt nur einfach mal mit rein für die Mädels unter euch, weil es sind auch nach wie vor viele weibliche Zuschauer hier auf meinem Kanal unterwegs. Das zeigt die Statistik und das macht mich auch sehr stolz. Naja, genau. Und ja, dann habe ich noch eine günstige Alternative, weil ich möchte, dass du das Hautserum testest. Das kostet 22,90 € auf der Seite. Muss ich auch sagen, klingt für mich erstmal sehr teuer, weil wir haben eine Alternative gefunden von Rossmann für 4,50 € oder so. Pass auf, nimm einfach mit, teste das und sag, ob du es gut findest und ob du sagst, das ist das Geld wert. Wir hören uns jetzt mal die Sprachnachricht von Johanna an. Die hat das nämlich alles getestet und ich bin sehr gespannt. Gebt euch mal meinen Ausblick. Ich schneide nämlich gerade noch das Video hier. Super. Hey Alex, also ich habe die Produkte jetzt mal angefangen, übers Wochenende zu testen. Und ich dachte, ich gebe dir jetzt so mal meine erste Rezension dazu ab. Also das Serum, was wir bei Rossmann gekauft haben, ist für das Geld eigentlich total gut gewesen. Ich finde nur, wenn man das halt drauf macht, das strafft halt schon direkt. Also man fühlt das irgendwie, das ist so ein bisschen spannend, sage ich mal so, aber jetzt nicht negativ. Und das von Typology, das habe ich dann auch nochmal ausprobiert. Damit bin ich sogar mehr zufrieden, wenn ich ehrlich bin, also auch wenn es halt viel teurer ist. Das hat mir richtig gut gefallen, auch von der Konsistenz und wie sich das so auf der Haut anfühlt. Und ich habe von den Sachen halt auch noch andere Produkte getestet, dieses Reinigungsgel und so. Und die Sachen fand ich auch alle total gut. Die riechen halt auch nicht so extrem, also sind halt sehr natürlich, was bei diesem Rossmann-Serum jetzt nicht der Fall war. Also das riecht halt so ein bisschen ja, künstlich, sage ich mal so, aber da ist ja jeder eigen. Ich bin da ja immer ein bisschen natürlicher, sage ich mal so. Also ich finde beide Sachen auf jeden Fall ganz gut. Ja Leute, wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon auf Kreta. Wir sind nämlich mit unserer Social Media Agentur Azur Agency eine Woche auf Kreta, machen da richtig coolen Urlaub. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Part 2 lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Ich habe mein Bestes gegeben und ich muss sagen, die Influencer-Produkte haben überraschend gut abgeschnitten. Wir sehen uns nächste Woche. Gibt's ein neues Video. Abonniert sehr, sehr gerne den Kanal. Haut rein, Leute. Ciao.